Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es nochmal um den Notkocher 71 der Schweizer Armee. Und ich möchte euch heute einen Trick zeigen, wie ihr ganz einfach den Standard-Notkocher vom Gelbetrieb in einen reinen Spiritusbetrieb umwandeln könnt und welche Vorteile das hat. Der Vorteil des Brenngels im Notkocher 71 ist natürlich ganz klar, wenn euch der Kocher umfällt, kann da nichts auslaufen, da läuft nicht Spiritus raus oder sonstiges, sondern die Flamme beschränkt sich wirklich auf den Kocher. Ja, das ist aber auch eigentlich schon so der einzigste Vorteil von dem Brenngel in dem Notkocher, weil es ist natürlich schwieriger zu beschaffen, es ist schwieriger zu befüllen, manche Brenngele rußen. Manche Brenngele haben Zusätze, die stinken. Das muss man auch erst alles ausprobieren. Ja, und ein ganz anderer Nachteil, den das Brenngel noch hat, ist natürlich, wenn ihr den Kocher hier schon benutzt habt und ihr schraubt den nach der Benutzung wieder zu, habt ihr hier Sauerstoff drin. Und in den meisten Brenngelen ist auch ein Wasseranteil vorhanden. Das heißt, wenn ihr den Kocher jetzt so wegstellt und längere Zeit nicht mehr benutzt, hat der Kocher die Neigung, von innen zu korrodieren. Das heißt, auf die Dauer wird euch der Kocher von innen her durchrosten. Ich habe das mal mit dem Kocher hier extra gemacht, um euch das zu zeigen. Und werde euch jetzt mal die ersten Korrosionsstellen von innen mal nah mit der Kamera zeigen. Ja, ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Hier zum Beispiel, seht ihr, hier ist so eine Stelle. Und besonders stark hier am Rand, das spiegelt, ich hoffe, man sieht es trotzdem, hier so in dem Bereich, seht ihr. Da ist es auch ankorrodiert und auch oben hier am Deckel fängt er auch schon an zu korrodieren. Ja, und später bildet sich dann an den Stellen Rost. Als Grundlage für den auslaufsicheren Notkocher mit Spiritus dient hier dieses Vlies, das ist Carbonvlies. Ihr könnt aber auch Graphitvlies nehmen, das ist günstiger. Ich hatte nur noch hier schon Carbonvlies im Rest, deswegen habe ich das benutzt. Ja, und das Vlies saugt sich halt mit dem Spiritus voll, ist nicht brennbar und wirkt wie so ein Docht und dadurch verbrennt dann der Spiritus an der Oberfläche von dem Vlies. In diesem Video heute möchte ich euch zeigen, was ihr alles für den Umbau benötigt. Dann möchte ich euch zeigen im Detail, wie ich dieses Carbonvlies hier in den Notkocher bekommen habe. Und dann möchte ich danach mit euch gemeinsam noch zusammen was ausprobieren. Und zwar würde mich persönlich mal interessieren, wie viel Milliliter Brennspiritus nimmt das Carbonvlies auf? Und die große Frage, wie lange brennt der Notkocher 71 mit einer vollen Füllung Brennspiritus? Okay, los geht's. Ja, für den Umbau brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir brauchen unser Vlies. Wie gesagt, Carbon habe ich jetzt hier. Ihr könnt aber auch Graphitvlies nehmen, das ist günstiger. Dann braucht ihr einen Zollstock, ein Cuttermesser und eine Schere. Ja, und das war schon alles eigentlich. Ja, als erstes müsst ihr den Kocher natürlich schön reinigen hier. Ich habe auch noch hier diesen Rand, der hier oben drin ist. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, von dem Blech zum Aufziehen. Den habe ich noch schön nach hinten gedrückt, habe das Ganze schön gereinigt. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Höhe ausmessen. Das mache ich von innen und das sind ja 3,5 cm, weil ganz bis oben soll das Vlies ja nicht. Also ich habe jetzt hier so 3,5 cm genommen. Was auch noch von Vorteil ist, ist hier so ein Metalllineal, kann auch irgendeine Metallleiste sein. Es braucht keine Zentimeterangaben, das ist nur zum Anlegen. Und zwar lege ich das nachher auf das Vlies, messe die 3,5 cm ab und schneide mit dem Cuttermesser hier schön lang. Und dann habe ich genau einen Streifen von dem Vlies in 3,5 cm. So, jetzt breite ich das Vlies mal hier auf der Werkbank aus. Ein Stück rüber, okay, ist das hier. So, okay, dann lege ich das Lineal hier an, messe meine 3,5 cm ab hier. So, ein Stück noch rüber. Okay, passt. Und dann drückt ihr das Lineal fest, damit das Vlies nicht wegrutscht und könnt dann schön mit dem Cuttermesser hier
den Streifen abschneiden. So, und dann können wir das hier einfach wegnehmen. So, jetzt haben wir unseren Streifen 3,5 cm Carbonvlies. Okay, jetzt habe ich mir hier zwei Streifen abgeschnitten und jetzt gehe ich einfach her und wickel den zu einer Rolle auf und stecke den in den Notkocher. Ich wickel den auf, damit das hier wie so ein Docht wirkt. Wenn ich jetzt einzelne Plättchen übereinander lege, weiß ich nicht, ob die Fasern so schön saugen. So kann ich natürlich sicherstellen, dass das Vlies von unten bis oben den Spiritus hochsaugt. Okay, dann rollen wir das mal auf. Macht das schön eng hier. Nicht zu doll pressen, weil es soll ja auch noch was aufnehmen. So, ein bisschen drehen das Ganze. So, und dann kriegt ihr hier so eine schöne... Ich mach's mal weiter weg nach hinten. Dann kriegt er hier so eine schöne Rolle. So, oh, bisschen schwierig vor der Kamera. So, seht ihr, und dann habt ihr hier so eine Vliesrolle. Jetzt gucken wir mal, wie es passt. Ja, wie man sieht, ist noch ein bisschen lose. Ich denke, es können noch ein bisschen mehr ran. Also nehme ich noch ein Stück und schneide mir hier noch was dazu. Nehmen wir mal die Schere. Soll ja ein bisschen stramm sitzen. So. Dann mache ich den hier noch mit dran. Gucken, ob man das einfach so zusammenlegen kann. Das letzte Mal hatte ich es nicht ganz so stramm gemacht. Ja, das passt. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch in den Kocher kriegen. Ja, schön anpassen. Wow. Okay. Und schon ist das Carbonvlies in dem Notkocher. Ja, wie ihr seht, keine Hexerei. Wir sind schon fertig. Der Notkocher ist schon als Spirituskocher jetzt umgebaut. Ja, und was mich jetzt natürlich interessiert, ist die maximale Füllmenge des Notkochers mit dem Carbonvlies. Dazu werde ich jetzt hier 500 ml Spiritus in diesen Messbecher kippen. Dann werde ich den Notkocher fluten, bis das Spiritus hier oben drüber steht, und den Rest zurückkippen und abtropfen lassen. Und dann weiß ich ganz genau, wie viel das Carbonvlies an Spiritus aufsaugt. So, ich denke, das ist voll. Lass es mal einen Moment einziehen. So, den Rest kippen wir jetzt wieder zurück, bis nichts mehr rauskommt. Dann ist das Carbonvlies gesättigt. Noch ein bisschen abtropfen. Ja gut, im Groben reicht's. So, das heißt also jetzt, wenn der Kocher umfiele, würde nichts mehr rauskommen. Und wir haben jetzt genau, jetzt muss ich gucken, etwas unter 400 Milliliter. Also das heißt, in den Kocher passen dann 110 Milliliter maximal. Gut, dann drehe ich den Kocher mal zu, dass mir der Spiritus hier nicht verdunstet. So. Okay, und den restlichen Spiritus
kippe ich wieder in die Spiritusflasche, damit er nicht verdunstet. Und zu. Super. Wenn ihr den Deckel auf den Notkocher wieder raufschraubt, könnt ihr den ganz normal verwenden wie vorher auch. Wie ihr seht, hier läuft auch nichts aus, weil eben, wie gesagt, das ganze Spiritus in dem Vlies gebunden ist. Das heißt, ihr könnt den ganz normal benutzen wie vorher auch. Wenn eure Dichtung im Deckel noch in einem sehr guten Zustand ist, wird nicht mal der Spiritus verdunsten, wenn man den Kocher länger stehen lässt. Ja, jetzt die große Frage, wie lange brennt der so befüllte Notkocher 71 mit der Spiritusfüllung? Das will ich jetzt mit euch ausprobieren. Dazu koche ich mir jetzt einen Kaffee. Also werde ich das Teil jetzt erstmal aufbauen hier. Ich habe mir hier auf die Werkbank noch was untergestellt, damit es mir die Werkbank nicht anbrennt. So, Kocher da drauf. Dann den Topfhalter. So, und dann machen wir den mal an. So, da brennt er. Und ich stelle jetzt noch meinen Kaffee da drauf. Oder ihr seht hier, wie er ganz normal anfängt zu brennen. Wenn er heiß wird, werden die Flammen auch noch größer. So, jetzt die Stoppuhr gestartet. So, und dann schauen wir mal, wie lange der Notkocher mit dem Spiritus wohl brennt. Ja, der Kaffee fängt schon an zu brühen. Hier sieht man auch, die Flammen werden dann auch größer. Er brennt also fast wie im Gelbetrieb. Ja, und ich werde mir jetzt den Kaffee schön aufkochen. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit warten. Lasst die Uhr laufen, trinkt mal meinen Kaffee und dann schaue ich mal, wenn der Kocher ausgeht, werde ich mich wieder melden, wie viele Minuten der gebrannt hat. Also, bis gleich. So, eine kleine Zwischenmeldung. Also der Kocher brennt jetzt schon über 20 Minuten. Das Flammenbild ist immer noch unverändert. Das heißt, sieht auch nicht so aus, als wenn der bald ausginge. Ja, dann warten wir mal weiter. So, die 40 Minuten sind geschafft. Die Flammen sind zwar vorhin etwas kleiner geworden, aber bis jetzt brennt der Kocher immer noch so gut, dass man drauf kochen könnte. Ich bin selbst erstaunt. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wann denn nun wirklich die Flamme mal klein wird und ausgeht. Wir sind jetzt bei Minute 49. Die Flammen werden kleiner. Also ich würde sagen, jetzt zum Kochen ist ein Punkt erreicht, wo die Flammen zu klein sind. Also ab jetzt kann man nicht mehr kochen. Und ich denke, jetzt wird der Kocher auch gleich ausgehen. Die Flammen flackern schon ein bisschen. Oben sieht man auch schon das Carbonvlies, wie das etwas aufglüht, weil die Gase nicht mehr darüber stehen. Na, mal schauen, ob er noch die 50 Minuten sich erkämpft. Mal sehen. Ja, hat er noch geschafft, so knapp mit Hängen und Würgen. Also ich würde sagen, wir brechen jetzt ab. Darauf ist dann kein Kochen mehr möglich. Also sagen wir mal, der schafft mit einer Füllung 50 Minuten. Der Kocher ist mittlerweile wieder abgekühlt. Der Brennspiritus ist ausgebrannt. Somit ist natürlich auch das Vlies völlig trocken. Soll heißen, hier ist keine Feuchtigkeit mehr in dem Kocher. Ihr könntet den jetzt einfach zudrehen und so wunderbar lagern, ohne dass euch irgendwas rostet oder korrodiert. Wenn ihr dann das nächste Mal benutzen wollt, müsst ihr dann einfach bloß wieder mit Spiritus auffüllen und schon könnt ihr wieder damit kochen.
Ja, die Brennzeit von 50 Minuten mit 110 Millilitern Spiritus fand ich noch recht beeindruckend. Vor allen Dingen hat das gegenüber dem Gel auch noch einen Vorteil. Ihr könnt den Kocher genauer befüllen. Das heißt, wenn ihr vorher schon wisst, ihr wollt euch bloß einen Kaffee aufkochen oder eine Fertigmahlzeit erwärmen, dann nehmt ihr eben bloß die Hälfte Spiritus, 50 Milliliter, und kommt dann so auf circa 20 Minuten Brenndauer. Ja, zu dem Carbonvlies. Wer jetzt sagt, hey, ich brauche bloß so einen Streifen hier und dann muss ich so eine Riesenmatte kaufen. Ja, klar, ist so. Aber ihr könnt natürlich auch wunderbar noch was anderes mit der Matte machen. Zum Beispiel könnt ihr euch eine schöne Hitze- und Hitzeschutz machen für euren Hobo. Da geht keine Glut durch, keine Wärme und ihr schont wunderbar den Waldboden. Beide Matten, das teure Carbon und das günstigere Graphitvlies, werde ich unter dem Video verlinken. Das sind Amazon-Links, aber nur als Beispiel. Das könnt ihr auch woanders kaufen. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Thema nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.